Hallo und moin, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen mal wieder auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken. So, jetzt muss ich Ihnen mal was erzählen. Ich habe schon Weltmeister gehabt, ich habe Olympiasieger gehabt, ich habe alles Mögliche an Prominenz gehabt, aber ich habe noch nie einen König bei mir gehabt. Den habe ich mir heute mal eingeladen, und zwar den König aus Garden, Bruno Lesshoff. Bruno, moin moin. Guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja. Ja, König. Ich bin eigentlich der Bürgermeister von Garden. Und weil der ja auch gewählt wird. Und ein König wird nicht gewählt. Ja. Und wir sind ja demokratisch gewählt worden. Ja. Der Begriff König kommt ja wohl, als wir damals Garden 100 Jahre zu Kiel gefeiert hatten, da haben wir auch ein Schild herstellen lassen, wo dann Freistaat Garden steht und Fürstlich Garden. Ja. Und mit dem sind wir natürlich durch die Elisabethstraße und durch Garden gezogen. Und daher kommt der Begriff. Auf der anderen Seite kann das aber auch sein, dass der Begriff, um den Kindern und Jugendlichen klar zu machen, was ein Ortsbeirat ist, dann haben wir immer gesagt, wir können uns dafür einsetzen, wir können eine Schule umsetzen, was wir auch schon getan haben. Und dann haben die Kinder gesagt, ja, das kann ein König auch. Und deswegen ist der Begriff König von Garden, aber der wird eigentlich sehr wenig benutzt. Ja, bei einigen Älteren und bei einigen Kindern. Aber ansonsten Ortsbeiratsvorsitzender. Ja, ist mir klar. Aber ich fand das gut und ich finde das auch irgendwie witzig. Auf der anderen Seite hast du das natürlich auch verdient, was du alles für Garden machst. Und das sind schon Königsaufgaben. Aber lassen wir das jetzt mal weg, Bruno. Kommen wir mal zum 6.5.43. In Kiel geboren, während des Krieges. Während des Krieges nicht ganz. Denn sehr viele Kinder, die 43, 44 geboren sind in Ascheberg und am Timmendorfer Strand geboren, weil damals die Ortskrankenkasse, ja, die AOK, nee, OKK hieß das ja auch vor dem Krieg, ihre Entbindungsstation für die Mütter, die in großen Städten, das war Travemünde, also Timmendorfer Strand und Ascheberg. Ach so. Und ich bin Timmendorfer, aber nach der Geburt dann gleich wieder Richtung Bielenbergstraße, Garden. Ja, du bist ein Gardener Junge. Bin Gardener Junge. Gut, aber das weiß ich gar nicht so. Die wurden dann nach Timmendorf. Timmendorf ist auch schön. Und da war dann die Entbindungsanstalt. Da war die Entbindungsanstalt Ascheberg auch. Aha. In den beiden Städten. Ach so, gut. Bruno, 1950 wurdest du eingeschult. In welche Schule gab es denn damals in Garden? Heute gibt es doch nicht mehr alle noch. Es gab die Häderschule, Fröbelschule am Kleinmannhof, das weiße Gebäude, die hieß damals noch, weil Jungs und Mädchen getrennt waren. Ja. Und wir waren in der Häderschule und dann gab das die großen Schulen am Brook, die jetzt auch anders heißen. Da waren 4 Schulen drin. Ja. Mädchen, Jungs getrennt und das mal 2, weil da die Mittelschule mit drin war. Da war eine Grundschule, Hauptschule und eine Mittelschule. 3, 4 Schulen waren da. Was jetzt da noch 2 Schulen sind. Ja. Und dann haben wir die große Hans-Christian-Andersen-Schule heute. Ja. Ja. Und in der Vergangenheit hatten wir noch Kaiserstraße, die Schule, wo die kleine Boxhalle ist. Die war ja auch noch da. Mhm. Nicht? Aber zu meiner Zeit diese 2 großen Schulen auf unserem Schulen, Ende. Ja. Nicht? Hans-Christian Andersen, das war Garden Ost. Ja. Das war ja noch weiter als der Wiener Platz und der Wochenmarkt. Das war ja schon für uns Butschis Ausland. Wir sind ja eher zum Hauptbahnhof und nach Bellevue zu Fuß gelaufen als zum Werfpark. Im Werfpark, kommen wir nachher vielleicht noch drauf, weil man da das Geld abholen konnte, Mutters Rente. Ja. Deswegen kenne ich den Werfpark. Ja. Bruno, du hast auch viel Sport getrieben in deiner Jugend oder in deiner Kindheit. Aber damals, zu deiner Zeit, da gab es noch Staffelläufe. Das sagt mir gar nichts. Erzähl mal darüber. Es gab mehrere Staffelläufe damals in Kiel, aber einer war, also Fakt ist, ich bin mit 8 Jahren zu TSV Garden zum Turnen gegangen. Das war 51, da war ich dann nicht, 8 Jahre. Und
das Problem, Mutter hatte ja gar nicht das richtige Geld. Und dann gab es nur solche Gymnastikschuhe mit so einem Gummiband da, was eigentlich wunderbar war. Aber die anderen hatten alle was anderes, was Besseres. Und da schämte ich mich eigentlich immer. Naja, ist egal. Dann bin ich auf jeden Fall zum Turnen gegangen, aber nicht in der Leistungsriege, erste und zweite Riege. Da musstest du auf der Bank immer senkrecht sitzen, da musstest du so richtig. Nein, wir waren vierte, fünfte, sechste Riege und dann haben wir so geturnt und da kam es nicht unbedingt so drauf an. Hauptsache, es hat Spaß gebracht. Ja. Ja, und dann kamen wir ja auch nachher, das war dann 52, quer durch Garden. Das war ein Staffellauf, den damals F.T. Eiche ins Leben gerufen hatte. Der lief für ein paar Jahre, kann ich mich aber nicht mehr erinnern, wie lange das war. Start und Ziel am Venederplatz, ungefähr wo damals die Bäckerei war. Ja. Und dann einmal durch Garden, auf Kopfsteinpflaster. Ja, und das war eine feine Geschichte und jeder Verein. Und das gab das auch um Schrevenpark. Das hat, glaube ich, KTV oder KMTV gemacht. Doch, das gab es damals. Ja, dein ersten Ballsport, war, den du betrieben hast, war Handball, nicht? Ja. Handball, sportmäßig. Ne? Sportmäßig, meine ich jetzt. Oder mannschaftsmäßig, sagen wir mal so. In welchem Verein? Auch bei TSV Garden. Ja. Und zwar ist ja noch TSV, ja. TSV, wie hieß das noch? Ja. Da hatten wir natürlich die große Schwierigkeit, dass das Jahrgang 42, 43 und wir waren ja 43, 44. Die hatten in Kiel damals, das müsstest du eigentlich noch so ein bisschen wissen, du hast ja keinen Handball gespielt. Bei THW. Da auf jeden Fall waren, die hatten 11 oder 12 Pokale gewonnen und die hatten wir im Grunde alles zu verteidigen. Auch die Stadtmeisterschaft. Ja. Und ich weiß das noch, wir waren die letzten drei auf der Mordreichwiese, THW, KTV und wir. Und dann hatten wir gleich, das war noch Feldhandball. Und diese Pokale, die waren auf, diese 9 oder 10 Pokale, die sie gewonnen haben, waren auf Turnieren auf Kleinfeld. Also. Aber auch auf großem Feld. Ich musste noch damals, den kennst du noch, gegen Petri Weg. Der hat damals, der ist auch mein Alter, der hat nachher Bundesliga gespielt. Mhm. Haben wir keine Chance. Da hatten wir das Spiel verloren und da THW das andere Spiel gegen KTV auch gewonnen hatte, war das damit erledigt. Aber Dritter aus von der Stadt Kiel im Handball, das wäre auch nicht schlecht. Nee, das ist eine Bronzemedaille. Aber ich war eigentlich war ich kein Handballer. Nee. Aber für Fußball langte das zu der damaligen Zeit nicht. Obwohl ich stolz war, dass meine Mutter mir blaue Hose, weißes Hemd, zwei Sportabzeichen, TSV und Deutsche Turnerbund, denn da war ich richtig stolz, und ein paar Stutzen auch noch. Und dann gab es diese Halbhorn-Schuhe, aber nicht mit so einem Polster, so ein angedeutetes Polster. Ja, ja. Das waren dann so billige Schuhe und Fußballschuhe, das langte nicht. Ich hätte gerne mehr so gebolzt, also Fußball gespielt, was wir auf der Straße aber gemacht haben und in der Schule. In der Schule waren wir eigentlich schon ganz gut mit dem Fußball. Aber ich wollte noch was anderes erzählen, oder ich weiß nicht, ob du da noch drauf kommst. Die Kriegserinnerung, oder wolltest du das noch fragen? Doch, gerne. Und das war ja nicht nur, dass wir hier anfingen hier mit dem Sportverein. Ach, ich kann mich noch sehr gut bis 48 an diese nicht schöne Zeit. Wir als Kinder haben das ja nicht gemerkt. Nee. Dass ich mit 6 Jahren nach Föhr verschickt wurde, weil ich am Verhungern war. Das habe ich irgendwie so eigentlich gar nicht so gespürt. Hm. Und dass 48 der Spielplatz Heinrich Zille Platz am Ostring, am Brok aufgemacht hat. Diese Erinnerung, das habe ich alles noch. Und
unsere Ecke war ja eigentlich sehr gut mit dem von der Wohnbebauung, riesige Innenhöfe und rundherum waren überall Fabriken. Fing an Fischräucherei, ja. Ehlers-Wurst-Fabrik, der ganze Schrotthandel an der Bahnhofstraße, Schwedendamm, ja. Der große Konsum. Die Eisenbahn schien über die Segeberger Straße, Feuerlöschteich. Wir hatten ja so viel Zeit, hatten wir ja sowieso, aber so viele Möglichkeiten, um auch, heute würde man sagen, Scheiße gebaut, ja, ja. Um Blödsinn zu machen. Ja, ja. Und da, ich bereue keine Schandtat, die wir damals gemacht haben. Und auch die Gemeinschaft in den Häusern, dass die Eltern mit ihren kleinen Kindern vor den Häusern, dann hatten die noch hatten die Enten, weil so kleine Enten, die konnte man ja im Garten nicht lassen, weil die wohl immer geklaut wurden. Dann wurden die vor dem Haus da in so einem Maschendraht da gehalten und vor der Tür haben die Leute dann aus dem Bundeswehr Militärzeug, vernünftiges Zeug. Ja. Oder sie haben gestrickt oder genäht und so weiter. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, an diese Zeit. Und an jeder Ecke waren Höker-Laden. Ja. Meierei Einfeld, Eisfabrik hatten wir auch. Da wurde noch Eis gebaut, hergestellt in der Bimmerstraße. Ja. Elias Eis, ja, auch bekannt gewesen. Alles weg. War eine feine Zeit damals. Ja, das war dann der Aufschwung, nicht? Da kam natürlich alles, das muss alles, das wurde ja auch alles benötigt, nicht? Richtig. Hätte aber lange auch verzichten müssen, nicht? Ich denke ja, ich kann mich immer noch daran erinnern, wenn meine Mutter das gab, was heute noch ist. Weihnachten ist Kartoffelsalat, Würste. Das gab es aber auch damals schon. Ja. Aber das mit den Würstchen, das war ja immer so eine Sache. Da merkte ich, man ja wahrscheinlich, dass ich Hunger hatte. Also Mutter, da kommen wir auch noch gleich zu, Vater ist ja gefallen, 44. Die Würstchen waren bis auf 2, 3 schon vorher aufgegessen von mir. Und dann Heiligabend war das nicht mehr so toll. Aber kalt schmecken sie damals auch gut. Mutter hat dann immer ordentlich geschimpft. Aber nun war das nun mal so. Und woran ich mich noch, und Gott sei Dank, dass da nichts passiert ist, mein Vater ist ja auf Heimaturlaub gewesen. Der kam er von Kreta oder aus Russland. Auf jeden Fall die ganze Uniform, die ganzen Orden, alles noch auf dem Boden, die ganzen Landkarten, auch eine Pistole, solche kleine, so mit Silber und so. Mit dem habe ich dann auch noch immer gespielt, bis Mutter das mitgekriegt hat und mir die Pistole weggenommen hatte, was ich nun nicht so gut fand. Und dann haben wir welche aus Holz gebastelt zu der damaligen Zeit und dann noch mit Heftzwängen so den Griff. Hat sie mir auch weggenommen, weil die... Und seitdem, ich bin nicht bei der Bundeswehr, ich brauche da auch nicht hin, aber auf jeden Fall, das hat Mutter gut gemacht, dass sie mir das weggenommen hat. Aber das waren so Erinnerungen an die Aufbauzeiten schlechten Zeiten. Schlechten Zeiten, ne? So, Bruder, gehen wir mal einen Schritt weiter. Die Schule war zu Ende, jetzt wolltest du was lernen. Da war deine Mutter aber nicht ganz mit einverstanden, ne? Was war das denn? Und hatte sie irgendwas anderes mit dir vor, oder? Nee, das war eine schwere Zeit. Das waren so die Jungs. Das fing schon an, dass ich sollte auch dann zur Mittelschule und dann kamen dann so die Nachbarn und der und dann. Da musst du nur pauken und lernen, das ist doch nichts. Na ja, bin ich auf der Volksschule geblieben. Ich muss sagen, aus unseren 3 Klassen, die wir eingeschult wurden, waren am Ende nur noch 21 über, die das überhaupt geschafft hatten, in der Volksschule bis zur 9. Klasse. Gut, einige sind abgegangen, weil damals 8 Jahre Volksschulpflicht war. Ja. Aber wir waren schon ganz gut. Und wenn ich bedenke, was aus den Jungs, wenn ich nur mich angucke, was aus denen geworden ist, und auch aus den anderen Jungs aus unserer Volksschule,
Geschäftsführer bei C&A, leitende Angestellte beim Arbeitsamt und so weiter. Da kann man nicht über meckern. Gut. Meine Frau, also meine Mutter war ja kaufmännische Angestellte, die kommen so auch aus der SPD, aus Hamburg sind die ja gekommen, waren stolz, dass sie Facharbeiter waren, also ganze, da waren 10 Kinder, alle hatten Beruf, das war ja zur damaligen Zeit auch schon was, und alle Facharbeiter, ihre ganzen Brüder, und sie war kaufmännische Angestellte. Und das ging auf die Nerven, weil er so ein Pfennigfuchs, das musste immer alles genau bis 2 Stellen in einem Komma musste das stimmen. Ja. Das war schon manchmal später nervig. Aber auf jeden Fall konnte sie sich Maurer, schmutziges Zeug, doch gar nicht so, der Angestellte, so doch ein bisschen netter. Ja, ja. Aber ich bin mit Freude Maurer geworden und bin, wenn ich hier brauche jetzt nur rausgehen auf die Hamburger Chaussee, Sophienblatt, da steht das letzte Haus. Hab viele Bauten mit hochgezogen. Ja. Am Fernsehturm war ich mit dran beteiligt, am neuen, an Sporthallen. Den halben Holm habe ich nicht als Maurer, sondern als Betonfacharbeiter von Götz Heigendorf mit aufgebaut. Und wenn ich mit meinem Sohn so durch die Gegend fahre, dann sagt er, wieder, das hast du mitgebracht. Das ist schön. Und gern haben wir etliche Baulücken geschlossen. Hat Spaß gebracht. Ja. War ja auch nicht das ganze Leben. Genau. Hat mich ja nachher auch verändert. Ja, Mutter hat sich dran gewöhnt. Weil sie dann auch Angst vorm Trinken hatte. Ja. Aber das. Das ist eine Rubin, ne? Ja. Ich glaube, das konnte kein Mensch verändern. Ja, genau. Bruno, machen wir auch den nächsten Schritt jetzt. Wie kam es mit der Politik, das heißt, wie kam es zum Ortsbeiratsvorsitzenden? Wie ergab sich das? Naja, dass ich vor 60, knapp 60 Jahren bin ich in die Partei gegangen. Gern hatte noch 2 Ortsvereine. Einer war mit Gern Süd und Kronsburg mit der Ecke. Ja. Und das andere war Gern Ost. Ja, und dann gab das den Sanierungsbeirat. Der wurde so 72 so ins Leben gerufen. Und da war ich schon drin. Und dann kam 82 der Ortsbeirat, wo wir auch, also wir wurden jedes Mal beim Sanierungsbeirat noch direkt gewählt, so mit eigener. Nachher war das ja nur über Liste, Ortsbeirat wird über Liste, SPD. Bin ich ja drin gewählt. Ja, und dann haben wir den ganzen Wiener, als Sanierungsbeirat, haben wir den ganzen Wiener Platz ja umgekrempelt und wir wurden dann zu allen Sachen gefragt, was in Gern geschehen musste. Das war Pflicht. Und ja, und ein Ortsbeirat. Ja, und dann seit 86 bin ich da Vorsitzender und haben in den Jahren sehr viel bewegt. Ja. Manchmal zum Ärger der Verwaltung. Ich muss nur sagen, wir haben ja damals, als wir sprachen ja schon von der Schule, wir hatten ja unten die Fröbel-Schule am Tilderheusring, an der Friesenbrücke. Ja. Und bei dem ganzen Verkehr war uns das war eigentlich nicht mehr in Ordnung, da eine Schule zu lassen. Dann haben wir den Vorschlag gemacht, eine Schule zu bauen. Gut, ist auch geprüft worden und dann wurde ja die neue Schule neben der Berufsschule gebaut. Ja. Die jetzt schon keine Schule mehr ist, aber das ist eine andere Geschichte. Wir haben gekämpft, dass die Konsumhäuser am Tilderheusring, was ja früher noch Segeberger Landstraße hieß, wegkommen. Ärger. Hat jahrelang gedauert. Dann fehlten vorne und hinten Sportstätten. Denn die Konventrihalle war schon gebaut. Und dann hatten wir ja die Hein-Darlinger-Halle. Ja. Dass sie gebaut werden sollte, war unstrittig. Aber wir wollten ja eine Dreifeldhalle haben, was auch sich bis heute gezeigt hat, was wichtig war. Und nicht nur das, wir wollten ja auch eine Tribüne, was ja auch
nach unseren Vorstellungen dann geschaffen wurde. Vorher war das, ja, war nicht so, war, sollte einfach nicht, aber die Zeit hat das ja gezeigt. Mhm. Und du glaubst gar nicht, wir haben um jede Steckdose, die im, oben bei der Tribüne war, damit der Hausmeister meine Wurst zur Halbzeit, wenn er, da sind ja die Stadtmeisterschaften im kleinen Feld, Fußball. Jede Steckdose haben wir gekämpft und haben wir auch durchbekommen und das hat Spaß gebracht. Ja, und dann auch Wegeverbindungen und Parks und wir haben uns eingesetzt für Kindertagesstätten und auch für die Kultur, die wir jetzt endlich in Gärden haben. Ja, da wollte ich jetzt noch kommen. Kulturzentrum Räucherei. Da warst du auch sehr stark mit beteiligt, oder war der Ortsbeirat ja sowieso stark beteiligt. War das eine schwierige Aufgabe? Ja, das war nicht so ganz einfach. Weil, na gut, da, damals gab das noch Zonenrandförderungsmittel. Wir sind ja so dicht, ich lach da mal drüber, so dicht an der Zonengrenze. Ja, aber das strahlte bis Kiel noch aus. Und das hat Gansel ganz gut gemacht, sodass wir die alte Fischräucherei zum Bürgerzentrum und auch für die Arbeiterwohlfahrt als Verwaltungszentrum ausgebaut haben. Und da haben wir sehr viel zusätzliche Arbeit. Das war so gerade, dass das mit dem Geld hinkam. Wir hatten einen guten Architekten, Klingemann und Partner. Aber wir haben in der Räucherei im Großraum sehr viel, das ist 76 eröffnet worden, aber wir haben bis 80 sehr viel Umbauten da gemacht. Dann kamen nämlich große Gruppen an und sagten, der Pfeiler stört, der Balken stört und den haben wir dann verändert. Dann kam dann eine Fußbodenheizung rein, die wir vorher nicht drin hatten, damit es auch ein bisschen im Winter gemütlich ist. Nein, und dann lief das ab 78 fing es an mit dem Superprogramm und dann auf einmal standen nur vor der Tür zwei große LKWs und die wollten dann ihre Musikinstrumente rein. Ich weiß das noch, Spider Murphy, die aus München, die waren da. Dann kamen die an, nee, hier können wir nicht spielen, hier, das ist viel zu klein. Und dann kam im nächsten Schub die anderen schon mit dem PKW. Das war der Tonmeister und der sagt, hat sich den Raum angeguckt, hat gesagt, das laden wir aus, also die Boxen, das und das, das andere lassen wir drin. Okay. Das sind nämlich die Profis, die Ahnung haben. Und dann war das ein super Konzert. Und so hatten wir etliche Konzerte, die wir waren damals, da gab das die Fabrik, in der Fabrik ist ja in Hamburg, gab es alles nicht. Und was alles aufgetreten ist. Ich weiß das einmal noch zur Kieler Woche, da hatten wir aus Russland von der Krim irgendwie so ein Blasorchester. Ein super Abend, als die Veranstaltung zu Ende waren, waren aber auch alle Biergläser weg. Die haben wir natürlich vom Kieler Wochenbüro, die in den Bussen haben sie die nachher wieder eingesammelt. Nein, aber Bill Ramsey und all diese Künstler, die waren ja alle da, Norddeutscher Rundfunk mit der Big Band und so weiter. Das war schon eine ganz feine Sache. Und draußen auf dem Spielplatz haben wir vor der Räucherei einen großen Spielplatz, damals noch mit den schwarz angestrichenen Eisenbahnschwellen. Das war so in 78, damals war das noch nicht so mit dem Gift so aktuell. Das haben wir natürlich mittlerweile alles, ist nicht mehr. Das war natürlich hochgiftig, aber da hatten wir einen 4-5 Meter hohen Kletterbaum, Seemanns, so mit Maschen, dass man da hochklettern konnte. Eine riesige Rutsche. Das Gute an der Rutsche, da war noch so ein Höcker drin. Das Schlechte daran, wenn man oben größere Steine runterrutschen hat lassen, war das immer nach jede 4 Wochen war ein Loch drin. Und ich musste das immer dann ausspachteln. Gut, jetzt ist da ein kleiner Sportplatz. Dafür ist jetzt ein Kindergarten da noch gebaut worden. Dafür haben wir auch gesorgt.
Aber es ist jedenfalls ein Zentrum, ist ja immer noch ein Zentrum, was beliebt ist und wo auch viel stattfindet. Ja, und, es ist sehr schön. Und vor allem, ich finde es sehr, sehr gemütlich. Da bin ich ja auch Hausmeister dann geworden, ja. Mit 76 und dann bis zu meiner Rente habe ich dann da gewerkt. Schlechten wie guten Tagen. Ja, die Jugend, die lacht ja immer ganz besonders am Herzen. Jetzt kamst du irgendwann mal auf die Idee mit Strandfahrten. Wie hat sich das ergeben? Ja, bevor ich meine Strandfahrten gemacht hatte, hatte ich ja mit der Gewerkschaftsjugend immer schon sehr viel am Hut. Und sind jeden Pfingsten irgendwo hingefahren, haben da Fußball gespielt und Blödsinn gemacht. Zu den Olympischen Spielen in München waren wir 76, ja, 76 war das, nicht? Sind wir gemeinsam hingefahren. Na, auf jeden Fall, Falkenstein fing ich so an. Na, dann müssen wir ja anfangen mit den Strandfahrten, als Kinder. Als Kinder war das ja noch so, dann gingst du los aus Garden, einmal die Woche. Da fuhren noch die O-Busse bei uns. Ja. Dann bist du in den O-Bus eingestiegen und dann bist du zum Hafen, bis zum Hauptbahnhof und dann bist du mit dem Dampfer gefahren. Und dann bist du einen Tag in Falkenstein gewesen. Unten waren dann die Häuschen, diese langgestreckten Dinger mit den stinkenden Toiletten. Riechen jetzt nicht mehr so, aber ansonsten ist das bis auf farbliche und etwas netter gestaltet am Strand noch genau dasselbe. Und wenn du das nächste Mal da fahren wolltest, Dann hat der Busfahrer dich nicht mehr mitgenommen. Wir hatten ja nicht bezahlt. Ja. Das waren damals noch die Zeiten, dass die Busfahrer, wenn da so arme Teufel, die zum Strand wollten, die umsonst mitgenommen haben. Das hat man dem Busfahrer dann untersagt. Denn wir mussten dann bezahlen. Ist egal. Gut. Dann war das so, ja, 78 fing meine Frau so in Falkenstein so ein bisschen in der Küche mitzuhelfen. Zur Olympiade wurde ja die Zeltdachhäuser gebaut. Ja. Vorher waren die Strandfahrten ja nur unten am Strand und wenn das geregnet hat, hat man sich da untergestellt. Und jetzt hatten man aber die festen Zeltdachhäuser und ja, und dann so 80 fing ich dann wohl an, 14 Tage die Strandfahrten von damals, na, die erste Zeit, nee, das mit der Zeit mit den Schiffen war vorbei. Wir fuhren dann schon mit den Bussen, weil das mit den Schiffen nicht mehr zu bezahlen war. Ja. Und die Garden hatte auch dann nachher keinen Anleger mehr, also das Ostufer hatte praktisch nur Hauptbahnhof und Bellevue und dann war kein Anleger mehr. Und so sind dann immer so 6-7 Busse aus ganz Kiel von deiner Ecke, Schieferhörn hätten angefangen, über Hasse, hier vorbei und in Garden, Dietrichsdorf und dann sind die nach Falkenstein gefahren. Ja, und da hatten wir dann, und das waren die täglichen Strandfahrten. Ja, aber das war alles kostenfrei, ne? Nee, das war das, selbst damals. Ich habe damals, das war damals. Ach, immer, so. Als ich, wovon ich von erzählte, als wir dann so mit dem O-Bus da fuhren, da hat das 50 Cent gekostet am Tag. Und nachher hat das dann schon 40, 50 Mark gekostet. Oh. Ja, gibt ja warmes Mittagessen. Ah, ja, ja. Nicht? Morgens, also die pädagogische Betreuung von den, da kommen 25 Kinder so auf ein Haus. Mhm. Da sind 2,5 Helfer bei, 2 Erwachsene und Junghelfer nannte man das. Und wenn du dann 2 Jahre Junghelfer warst und hattest dann deine 16 oder 18 Jahre erreicht, warst du Vollhelfer. Ja. Und das musst du ja auch alle unter der Bus. Und das wird trotzdem noch recht stark von der Stadt Kiel unterstützt. Mhm. Und dann musst du dann pädagogische Spielzeug und, ja, nicht, was da ja alles, ist alles gar nicht so wenig. Jeder Fußball kostet Geld. Ja. Und wenn du nämlich die ganz billigen holst, die sind nach einem starken Schuss kaputt. Da ist ja keine Luft mehr drin. Ja. Und da sind einige, gerade aus Rosse und teilweise im Mettenhof, da kamen so halbe Jugendmannschaften an, die gemeinsam dann auch dahin gefahren sind. Und wurde ja auch jede Woche einmal ein Fußballturnier gemacht. Ja. Und dann, man merkte dann schon, wo denn die
meistens so herkam. Meistens war das Rosse. Die waren immer so gemeinsam. Ja. Das kommt auch, weil Rosse ist ja schon mehr dörflich, gerade damals. Ja. Und die sind natürlich sehr viel auch zu uns mit nach Falkenstein gefahren. Ja, ja, und dann war ich stellvertretend. Ne? Leider hatte das zu managen. Wir haben das auch, also hört sich blöde an. Früher gab das immer, na, nicht immer einen Topf, aber es gab einen Löffel zum Essen. Ja. Ich habe gesagt, das gehört sich, das, wir müssen da endlich mal mit Messer und Gabel. Auch wenn nicht alle mit Messer und Gabel da das können. Ja. Aber man soll sich doch als kleines Kind dran gewöhnen, mit Messer und Gabel zu essen. Damit man später, wenn man in ein gutes Hotel geht oder gute Gastwirtschaft, sich auch benehmen kann. Hat sich, und die Kinder haben das auch angenommen. Manchmal haben sie geschimpft. Mit dem Löffel geht auch viel einfacher. Ich sage, ich weiß, aber. Na ja, dann haben wir das. Muss ja auch organisiert werden. Es sind immer knapp 300 Kinder in zwei Schichten zu essen. Und dann muss ja immer organisiert werden. Nicht jedes Haus hat sein ein, zwei oder anderthalb Tische. Und dann muss das ja alles laufen. Und dann auch die abends gemeinsam zum Bus. Jetzt haben wir nur noch vier Busse, aber damals hatten wir zum Teil mehr. Und werden auch die Gelenkbusse. Das muss ja alles organisiert werden, gemeinsam losgehen. Darf ja auch kein Kind verloren gehen. Nee. Es darf auch beim Baden. Da muss. Ich habe das auch. Damals hieß das immer Kinder der freien Wohlfahrt oder Kinder der Arbeiterwohlfahrt ins Wasser. Und dann strömten immer so 250, 300 Kinder gemeinsam ins Wasser. Nur, im Grunde war das kein Badevergnügen. Man musste dann auch gemeinsam wieder raus. Und ich habe das dann eingeführt. Komm, lass die mal alle baden. Wir toben noch ein bisschen am Strand. Ja. Und dann gehen wir gemeinsam ins Wasser. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das war viel angenehmer. Die Kinder haben sich erstmal bei so 300 oder 280, die gemeinsam ins Wasser gehen. Wird ja nur. Du kannst das ja auch hier mit Schaufeln und dann kriegst du was in die Augen und auch dann geht das Geschrei los. Kinder sind ja von 6 bis 11 Jahre, manchmal sind da auch noch kleinere bei. Das passt alles nicht. Die Großen nehmen keine Rücksicht auf die Kleinen. Und wenn ich da meine 22, 25 Kinder habe, einige können schon schwimmen, dann kann man sagen, komm, geh du mal da ins. Ja, ja, klar. Und dann konnte es selbst auch viel mehr Blödsinn machen. War schon angenehm. Ja, eine schöne Sache habt ihr denn da auch schon gemacht. Ich habe nur eine ganz besondere Sache, möchte ich jetzt mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Machst du zu Heiligabend mit deiner Frau? Das haben wir 12 Jahre gemacht. Ja. Das machen wir nicht mehr. Ach so. Nee, das machen wir nicht mehr. Macht ihr nicht mehr. Wir haben das so richtig mit Niveau und wir haben. Das haben wir noch im Bürgertreff gemacht. Da gab das auch immer Essen, damals von Voss und wie sie alle hießen. Und das gefiel uns alles nicht so. Dann sind wir so auf die Idee gekommen. Komm, lass uns mal, und hat die Einigkeit uns rot gemacht, extra. Wir haben uns die, wie heißt das, diese gebackenen Kartoffeln hier, die dreieckigen, die haben wir selber warm gemacht, unten im Keller, und haben das so ein bisschen nett gemacht. Nicht so einen auf Masse. Wir waren auch nur 60 bis 80 Personen. Na ja, gut, eine ganze Menge, ne? Und dann haben wir mit Kaffee und Kuchen. Und wir hatten immer das Klientel. Ich will nicht sagen, dass die anderen unvernünftig sind, aber wir hatten auch drauf Leute, die wirklich einsam waren. Ja. Denn ich stehe noch heute auf dem Standpunkt, eine Mutter mit ihrem Kind ist nicht einsam, hat da eigentlich nichts verloren. Die kann sich mit ihrem Kind Heiligabend zu Hause beschäftigen. Ja, ja. So ist das eigentlich und braucht nicht Heiligabend in Gemeinschaft dahin. Aber okay, du kannst sie auch nicht nach Hause schicken, aber wir haben das. Und dann haben wir Kaffee und Kuchen gehabt. Dann hatten wir der Dirigent von den Nordsee
Musikkapelle von der Bundeswehr, der Herr Petersen, der hat einmal mit seiner Familie da weihnachtliche Musik gemacht. Okay. Dann hatten wir den Vater von Peter Möller von der Einigkeit, der hat am Klavier gespielt. Rudi Kruse hat an der Orgel gespielt. Ja. Einige haben auch Geschichten erzählt und so. Und das ging teilweise bis nachts um 11. Dann gab es immer noch Punsch. Punsch gab es auch noch zu trinken. Ja, und dann sind so die. Und ich habe die Leute hier bis vom Krummbogen mit dem Auto abgeholt. Man konnte sich anmelden. Ja. Zum Teil war Heiligabend, manchmal noch Schnee und Eis. Und dann bin ich bis Kronsburg im Wald, da wohnten noch einige im Garten. Da bin ich dann hingefahren. Und dieses Ehepaar, die aus Russland kommen, die jetzt noch Musik machen, er an einem Schifferklavier und sie an der Gitarre, die müsstest du eigentlich auch kennen. Die habe ich von zu Hause. Ludmilla und Boris. Genau die. Ja, die waren gerade in Deutschland so ein, zwei Jahre. Die habe ich aus Meddenhof abgeholt. Und das war eine ganz feine Zeit. Das war eine schöne Zeit. Sind ja ganz tolle Menschen. Und das haben, die haben auch sehr wunderbare Musik gespielt. Den haben wir erst als Stille nach Heilige Nacht da. Und da waren die sowas von begeistert. Das kannten die, glaube ich, irgendwie nicht und so. Eine ganz nette Familie. Und so lange, die waren gerade in Deutschland, die habe ich auch aus Meddenhof noch abgeholt an Heiligabend. Ist doch schönes Autofahren, nicht? Ja, sicherlich. Bruno, du hast mir eine ganz schöne Sache dazu von mir erzählt, was ich gar nicht von dir auch wissen wollte. Und Garten kann ja auch stolz auf dich sein. Das sind sie ja auch, das ist ja auch nicht übertrieben. Und so ein bisschen weißt du das ja auch, du fühlst dich ja auch als toller Gärtner sehr, sehr wohl. Und gibt das in deinem Leben, Bruno, etwas ganz Besonderes, ein Ereignis, wo du ab und zu mal so dran zurückdenkst und sagst auch, Mensch, das war eigentlich ein wunderschönes Erlebnis, was ich hatte? Das sind meine Urlaube, nicht? Die ich immer. Also ich bin ja wohl. Also wir haben ja von angefangen mit Falkenstein fahren. Dann bin ich mit der evangelischen Jugend. Bevor ich bei der Gewerkschaftsjugend war, habe ich noch bei der evangelischen Kirche hab Laienspiel gemacht in St. Markus. Ja. Obwohl mich der Pastor vorher schon mal aus der Kirche rausgeschmissen hatte beim Jugendgottesdienst. Da war immer sonnabends. Da ist meine Mutter hingegangen, mit dem Pastor gesprochen und zwei Wochen später war ich im Laienspielkreis und hab in ganz Deutschland Laienspiel mit der Kirche, mit St. Markus gemacht. Nicht? Also wir waren in die Aspora, so geht das dann mal. Dann sind wir sehr viel zum Koppelsberg gefahren, Wochenend. Dann bin ich sehr viel mit der Gewerkschaftsjugend. Und wir haben nicht die Möglichkeit, im Ruhrgebiet jetzt mal so 1000 Meter unter die Erde zu fahren. Das habe ich aber damals mit der Gewerkschaftsjugend, mit Deutschland in dieses Jugendtreffen, da sind wir 1000 Meter in Bochum. Bochumer Verein. Ja. Und dann sind wir da runter und haben uns die Bergwerke da unten angeguckt. All solche Geschichten. Und dann, dann sind wir natürlich irgendwann auch privat sowieso in Urlaub gefahren. Also es gibt eigentlich kein Jahr, wo ich nicht, also damals sind wir immer zwei Wochen irgendwo hingefahren, dann immer noch mal eine Woche mit so einem Busunternehmen noch mal zusätzlich, nicht? Ja. So, und dann hatten wir uns auch damals überlegt, ich hatte ja Silberhochzeit, wir hatten Silberhochzeit, meine Frau und ich natürlich, haben wir gesagt, solange Fidel Castro noch lebt, mögen wir noch mal nach Kuba. Und das haben wir auch hingekriegt und dann waren wir, wenn ich zwei Wochen dahin fahre, mache ich natürlich eine Woche Rundreise und eine Woche vor Ort. Ja. Und nicht nur, wie einige machen, zwei Wochen vor Ort und dann gehen sie bis auf ihr Schwimmingpool. Da muss man sich schon Land und Leute. Und das konntest du. Du konntest dich auf Kuba ja frei bewegen. Kriegst ja dann, wenn du auswärts gegessen hattest, extra so einen Zettel mit. Und das muss ja auch sein, damit die Bevölkerung auch mal ein bisschen an Dollars kommt. Nein, ansonsten bin ich ja sehr viel im Gebirge und ich bin schon öfter so auf, jetzt gehe ich ja nur noch spazieren, aber damals sind wir gewandert
Und natürlich bin ich mit dem Auto bis zu einem auf 1700 hochgefahren, wenn das ging. Und dann bin ich aber auch weiter gelaufen. Ja. Und ich kann mich noch an eine Tour erinnern, da war ich auf dem Berg, auf 2,1 oder was weiß ich, und dann da hinten war noch einer, der war 200 Meter Höhe. Und da war so ein schmaler Steg. Und der Wind kam da vom Inn und pustete, ich denke, da gehe ich nicht rüber. Wenn ich das Ehepaar aus der Ex-DDR und ein älteres Ehepaar schon rübergegangen wäre, wäre ich bis heute nicht darüber gelaufen. Aber ich denke, die sind nicht runter, bin ich darüber. Rechte Seite zum Inn, runter nach Landeck zum Inn, herrliche Landschaft links, so wie auf alles so Felsbrocken und Steine, so unwirklich. Ich denke, oha, war ich auf der anderen Seite, bin bei dem anderen Gipfel, war dann da, Tag gesagt zu den anderen, Lütten aus der Buddel, das gehört sich so, wenn man oben ist. Dann habe ich den Stempel gesucht von dem Berg und wollte hier als Beweis. Da war so ein von der Kinderpost, dass du nur so einen Stern knipsen konntest. Den kannst du ja überall. Ich dachte, das ist so ein Stempel. Counts, Kaunertal, nix. War ich beleidigt. Und dann war die Sonne weg. Aber trotzdem war das eine ganz geile. Mit der Aldi-Plastiktüte und so ein Knüppel als Wanderstock. Ja. Und mit den Jeans. Aber vernünftige Stiefel. Wunderbar. Ansonsten. Sehr schön. Und an diese, und da habe ich noch mehr solche Beispiele, wo ich mit dem Auto mir fehlt bis auf Frankreich der größte Gipfel, wo man mit dem Auto rüberkam. Alle anderen, Italien, Schweiz, überall war ich schon mit dem Auto und bin da rübergefahren. Und letztes Jahr war ich sogar noch mal wieder mit dem PKW am Stilfser Joch, auch 3000. Schon eine geile Geschichte. Schön. Urlaub muss sein. Urlaub muss sein, ganz wichtig. Und mach es mal weiter so. Ja, das werden wir hoffen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei mir warst. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Gern geschehen. Und wir sehen uns ja bei irgendeiner Gelegenheit wieder. Wir sehen uns ja ab und zu mal. Und ich wünsche dir alles Gute. Danke. Auch schöne Urlaubsfahrten. Macht noch recht viel für Garden, damit sie immer noch stolz auf dich sind. Und vor allen Dingen Gesundheit. Ein Satz noch. Du weißt ja, die große Bautätigkeit, die war an der Hörn, an der Gablandsbrücke, beim Postgebäude, an der Prezerstraße, rechts und links, da sind noch. Und das Superhochhaus bei der W8 gegenüber von der Verkehrs AG, was jetzt in den nächsten Jahren dann noch Großbaustelle auf der Hochwald heißt das ja nicht mehr. Nee. Da wird eine neue U-Bootshalle gebaut. Ist zwar für einen Kriegsschiffbau, aber eine riesige Halle wird da noch gebaut. Also die nächsten 2-3 Jahre passiert auf den Straßen noch einiges im Interesse und für die Bevölkerung, für die Bewohner, weil wir ja auch Wohnungsnot hier haben. Und das versuchen wir zu ändern. Und der Stadtteil verändert sich dann auch noch. Kann ja nur noch besser werden. Kann nur noch besser werden. Alles Gute für Garden, wünsche ich dir. Ja, gern geschehen. So, meine Damen und Herren, das war's mal wieder. Ein Gespräch jetzt mit Bruno Levzow, wie Sie ja selbst auch gehört haben, was er alles gemacht hat und vor allen Dingen, was er noch vorhat. Und dafür muss er natürlich auch gesund bleiben. In der nächsten Woche habe ich einen ganz anderen Gast, und zwar Heiko Mielke. Heiko Mielke ist von Haus aus ein Zauberer oder ein Clown. Und der hat einen Verein gegründet und einen Verein, Clowns ohne Grenzen heißen die. Und die machen jedes Jahr viele, viele Wochen in Kriegsgebieten, wo sie Kinder erfreuen mit ihren Clownereien. Und darüber wird er in der nächsten Woche erzählen. Da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Und würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch wieder dabei sind. Und auch schönen Dank, dass Sie heute dabei waren. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss und bis dann.